Hallo, wie ich in meinem letzten Video schon erwähnt habe, möchte ich euch heute ein paar meiner Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke zeigen. Ich habe immer nach Weihnachten auch gleich Geburtstag, deswegen ich häufig sehr viel bekomme. Dieses Jahr war es irgendwie noch mehr als sonst, keine Ahnung warum. Ich freue mich einfach mal und nehme es so hin. Ich habe das aufgeteilt und zwar zeige ich euch zuerst ein paar Bücher. Ich habe nämlich sehr viele Bücher bekommen und dann noch Klamotten und eher so Wohnaccessoires. Das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist von meinem kleinen Bruder. Ich finde es total süß, dass er so viele Gedanken gemacht hat. Und er hat mir ein Buch zum Thema Bloggen geschenkt. Das heißt The Fashion Blog und ist von Anouk Jans. Anouk Jans ist die jüngste Modebloggerin in Deutschland und hat ein Buch geschrieben. Das ist total interessant für alle, die sich für Mode, Bloggen und so weiter interessieren. Ich möchte mich hier kurz fassen. Ich verlinke euch einfach alles unten, dann könnt ihr es euch alles nochmal in Ruhe anschauen. Auf jeden Fall ein cooles Buch. Dann habe ich von meinem Freund ein Buch geschenkt bekommen, von Guido Maria Kretschmer. Ich gebe es zu, ich bin absoluter Mega-Shopping-Queen-Fan. Ist mir auch egal, ob es irgendwelche Leute irgendwie komisch finden. Ich finde es geil. Ich gucke super gern samstags stundenlang die Wiederholungen. Dieses ist das zweite Buch von ihm, Eine Bluse macht noch keinen Sommer. Und ich freue mich riesig drauf. Dann habe ich ein Buch bekommen, Berlin Fashion. Auch richtig cool, da geht es um Berliner Designer, Berliner Blogger, alle die was mit dem Thema Mode zu tun haben. Sieht auch total vielversprechend aus und ich finde solche Bücher sehen auch immer total schön aus, wenn man die irgendwo in der Wohnung liegen hat. Ja, auch tolles Buch. Dann habe ich von meinem lieben Thomas und von seinem Freund Jerome dieses Buch bekommen, von Garance Doré. Die hat ein Buch geschrieben, Love, Style and Life. Sie ist selbst Modebloggerin aus Frankreich, jetzt in New York und hat eben ihr erstes Buch veröffentlicht. Ich finde es mega geil, ich habe mich total gefreut, freue mich immer noch. Und ja, ich habe auch schon ein bisschen reingeblättert. Dann habe ich auch noch Sachen bekommen, die nichts mit dem Thema Bloggen und Mode zu tun haben. Möchte ich euch auch kurz vorstellen. Und zwar zum einen diesen Roman hier von Dave Eggers, Der Circle. Da geht es um eine Frau, deren Leben irgendwie so von Facebook oder von irgendeinem sozialen Netzwerk überhand genommen bekommt, sozusagen. Glaube ich zumindest. Ich hoffe, ich erzähle hier keinen Blödsinn. Ich verlinke es euch, wie gesagt, unten, dann könnt ihr nochmal genau gucken. Auf jeden Fall war das Buch ganz lang Bestseller. Ich habe schon sehr viel Gutes darüber gehört und ich freue mich schon sehr, das zu lesen. Dann habe ich ein Kochbuch bekommen. Das Kochbuch heißt Jerusalem, das Kochbuch. Und es ist total schön aufgemacht, finde ich, innen drin. Ganz viele tolle, große Bilder. Immer noch so ein bisschen was zum Hintergrund der Gerichte, zum Hintergrund der Zutaten. Sehr, sehr schön. Dann habe ich von meiner Freundin und Arbeitskollegin Steffi dieses Buch bekommen. Das finde ich total schön. Das heißt One Line a Day, a 5-Year Memory Book. Und da kann man jeden Tag 5 Jahre lang so eine kleine Notiz reinschreiben, was man an dem Tag erlebt hat. Man hat da eine ganz tolle Erinnerung, wie ich finde. Super schönes Geschenk, finde ich auch sehr empfehlenswert, falls ihr jemanden kennt, der bald Geburtstag hat. Dann kommen wir zur Mode. Ich habe nicht so viele Klamotten geschenkt bekommen, aber ich habe diese Jacke bekommen von Desigual. Die finde ich total cool, die habe ich selber auf Instagram gesehen und habe dann gefragt, wo die Jacke her ist. Finde ich total cool und das Witzige ist auch, dass hinten zufälligerweise, ich kann es euch jetzt ja sagen, mein Geburtsdatum ja eingestickt ist, nämlich 1984. Ja, ich muss der Wahrheit ins Auge sehen. Ich fand es auf jeden Fall total cool und fand es witzig, dass da hinten das Jahr drin steht. Genau, und deshalb sehr schönes Geschenk. Von meinem anderen kleinen Bruder habe ich diesen Schal bekommen. Den hat er bei Pull&Bear bestellt. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, sehr warm, kuschelig. Ich hoffe mal, es wird auch hier noch mal kälter, damit man die Sachen auch mal anziehen kann. Dann hatte ich ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, auf meinem Blog so verschiedene Wishlists gemacht, was mir halt gut gefallen würde, unter anderem eine zum Thema Wohnen und so Interior. Da hatte ich unter anderem dieses Kissen verlinkt, was mir dann meine 2 Kommilitonen geschenkt haben. Ich habe mich mega gefreut, ich finde es total cool, dass die sich das gemerkt haben und mir das rausgesucht haben, aber so lustig verpackt. Und mein kleiner Bruder hat mir diese 2 Teller rausgesucht, wo man Kerzen draufstellen kann. Total schön. Und zu guter Letzt habe ich noch ein mega tolles Geschenk, worüber ich mich riesig gefreut habe, weil ich es mir schon seit Jahren wünsche. Von meinen Arbeitskolleginnen habe ich diese Stelten Thermoskanne bekommen in Kupfer. Ich liebe Kupfer und ich finde die Thermoskanne total cool. Ich habe sie noch nicht ausgepackt, ich werde es aber jetzt machen. Und ja, ich finde, die sieht mega geil aus. Danke nochmal. Das war's. Ich hoffe, es waren vielleicht ein paar Tipps für euch dabei, für eure Freunde, die vielleicht bald Geburtstag haben oder vielleicht auch für euch selber. Alle Sachen sind echt total empfehlenswert.
Ich danke euch fürs Zuschauen und falls ihr noch Tipps habt oder irgendwelche ganz tollen Geschenke bekommen habt, freue ich mich auch, wenn ihr mir die unten in den Kommentaren schreibt. Bis bald. Tschüss.